Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir im Freizeitbad Aquatoll in Neckarsulm und das natürlich aus gutem Grund. Denn hier wurde ja erbittert diskutiert, teilweise auch gestritten. Wie geht es weiter mit dem Aquatoll? Wie sieht die Zukunft aus? Und der Gemeinderat hat ja jetzt den Beschluss gefasst, dass dieses Bad, diese Anlage für 23 Millionen Euro saniert wird. Und warum sich das lohnt und warum das eine richtige Entscheidung ist, wollen wir heute auch mit ein paar Sequenzen aus dem Aquatoll zeigen, das natürlich nicht nur emotional die Bürger und die Kunden und die Mitarbeiter beschäftigt, sondern auch ein Leuchtturm in den Freizeitangeboten der Region darstellt. Und deswegen war es schon eine mutige Entscheidung zu sagen, jawohl, wir machen hier weiter, wir reißen es nicht ab oder gar werden ein Fitnesscenter hier reinbauen, sondern man möchte sich auf die Stärken konzentrieren, was den Saunabereich hier angeht, wo ja viele Kunden aus der gesamten Region und darüber hinaus kommen. Und dann vor allen Dingen natürlich auch das Sportbad. Und da hat ja die Neckarsulmer Sportunion auch dank dieses neuen Bades wirklich viele Erfolge eingefahren. Zählt zu den Top-4-Mannschaften in Deutschland. Und all das ist natürlich auch ein Standort- und Imagevorteil von Neckarsulm insgesamt. Und wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, müsste eigentlich der Landkreis auch eine Umlage für die Sanierung dieses Bades hier beisteuern, weil es eben ein Angebot nicht nur für die Neckarsulmer, sondern für alle Bürger aus der Region ist. Wichtig war daher vor allem, dass auch diese unsichere Situation ein Ende gefunden hat. Natürlich für die 60 Angestellten, deren Jobs hier im Aquatoll nun eben auch für die Zukunft gesichert sind. Und es war sicherlich auch ein Signal und ein Zeichen, dass man auch die Werkleitung wieder nach Neckarsulm holen möchte. Bei aller sinnvollen kommunalen, regionalen Zusammenarbeit hatte das doch logistisch und vor allen Dingen auch psychologisch einiges ausgelöst. Und auch dort möchte man einen Neustart vollziehen. Also hier kann man wunderbar an diesen Hitzetagen abkühlen. Und diese Hitzetage, die schaden natürlich unserer Landwirtschaft ganz enorm. Und dort freut man sich über diese Temperaturen überhaupt nicht. Das sind viele Betriebe in ihrer Existenz bedroht. Und wenn sie sich jetzt auch noch für eventuelle Hilfen rechtfertigen müssen, ist das natürlich ein Unding. Bei allen Katastrophen auf der Welt sind wir immer bereit, sofort unterstützend zur Seite zu stehen. Und unsere Landwirtschaft kann man natürlich jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes verhungern lassen. Wir brauchen sie für nachhaltige Produktion als Landschaftspfleger in der Region. Und gerade weil unsere Landwirtschaftsbetriebe eben keine großen Industriebetriebe wie im Norden sind, haben sie jetzt diese Hilfe nötig, die man andernorts ja immer und wie selbstverständlich erteilt. Fakt ist natürlich, dass es schon ein bedrohlicher Zustand ist, dass immer mehr kommunale Freibäder geschlossen werden. Das hat ja eben auch einen Effekt, den man immer deutlicher merkt, denn immer weniger Kinder lernen dadurch richtig schwimmen. Und das kann natürlich auch zu entsprechenden Problemen bis hin zu tödlichen Unfällen führen. Und auch das ist natürlich schon wichtig, dass eben dann so ein Bad wie das Aquatoll hier erhalten bleibt. Darüber wurde natürlich trefflich diskutiert, auch am Rande des Heilbronner Volksfestes. Da waren natürlich auch die ganzen Honoratioren vor Ort und die wunderten sich doch bei aller Hitze, welche Wertigkeit und Professionalität dieses Volksfest mittlerweile wieder hat, welch attraktiven Festplatz und all das, was sich im Festzelt abspielt. Viele haben ja immer noch ein abschätziges Urteil, weil sie schon seit Jahren nicht mehr dort waren. Wenn man es dann aber mal live vor Ort anschaut, muss man das sehr schnell revidieren, denn dort wird wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail ein großartiges Angebot präsentiert. Man sollte sich einfach nur mal anschauen. Reichlich Bewegung gibt es nicht nur auf dem Volksfest, sondern hier auch bei der morgendlichen Wassergymnastik mit Ardina Tief, seit vielen Jahren natürlich sehr, sehr beliebt. Und apropos Bewegung, eins müsste man dann doch noch ein bisschen ändern beim Volksfest, dass das Kätchen immer ganz stumm neben dem Oberbürgermeister steht, wenn dieser zum Fassanstich ausholt. Das ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Und zeitgemäß und attraktiv und in die Zukunft blicken, das wird sicherlich das sein, was die Experimenta bietet in ihrem Angebot. Und am Rande von Volksfest TV hat dann Wolfgang Hansch, der Chef, schon ein bisschen was verraten, auch was die ganzen Attraktionen angeht und dass man plant, ähnlich wie bei der Bundesgartenschau, nur vielleicht etwas attraktiver, auch ein Maskottchen für die Experimenta einzuführen. Und das könnte so eine Art
wie der Android sein, der Alexander Gerst derzeit im Weltall begleitet. Ja, und wer die Schwarzgruppe kennt, der kann fast vermuten, dass nicht nur dieser Android als Maskottchen im April bei der Eröffnung bei der Experimenta mit dabei sein wird. Vielleicht kommt Alexander Gerst höchstpersönlich auch mit dazu. Wundern würde es einen nicht. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.